Creaton ist der führende Hersteller von Tonlachziegeln. Wir haben viele Werke hier in Deutschland und in Osteuropa. Mittlerweile sind wir im gesamten Steildach unterwegs, egal was Sie brauchen, um Ihr Dach zu bauen oder bauen zu lassen. Wir sind extrem dankbar, dass wir jetzt unabhängig in unserer IT-Welt sind. Sie müssen wissen, wir waren jahrelang Teil eines großen Systems, einer großen Struktur, mit allen Vorteilen der Größe, aber auch natürlich mit der gewissen Limitierung, dass wir nicht es immer so gestalten konnten, wie wir es gerne hätten. Besonders wichtig ist uns diese Unabhängigkeit auch, weil wir schon lange in digitale Tools investieren. Wir werden in unserer Branche als digitaler Vorreiter wahrgenommen und Sie können sich vorstellen, das eröffnet uns noch mehr Optionen, nun auf der einen Seite unsere digitale Klasse nun mit einer Eigenständigkeit in einem starken ERP-System zu kombinieren. Durch den Verkauf von Creaton an Terreal mussten wir unsere eigene IT-Landschaft schaffen. Wir haben uns im Rahmen der Projektvorbereitungen für den One-Step-Approach entschieden. Was bedeutet der One-Step-Approach? Wir haben 4 Teilprojekte in einem Projekt vollzogen. Zum ersten den Daten-Carve-Out. Zum zweiten haben wir den Systemwechsel vom R3 aufs S4HANA vollzogen. Zum dritten wurden alle Subsysteme und EDI-Connections neu aufgebaut. Und viertens war am Ende noch der Move in die Cloud. Das SMP-Team hat uns schnell mit dem Konzept, mit der Crystal Bridge und dem fundierten Projektplan überzeugt. Die Crystal Bridge half uns, in der Analysephase unsere Systeme und Prozesse gut zu verstehen. In der Datenmigration hatten wir die Möglichkeit, durch die Crystal Bridge unsere Datenmigration mehrfach zu testen und dadurch auch zu optimieren. Der Go-Live war dadurch mit nur 2 Tagen Downtime möglich. Was waren die Erfolgsfaktoren des Projektes? Wir hatten die richtigen Partner und Werkzeuge im Start. In Summen übergreifend hat das gesamte Projektteam optimal funktioniert.